welchen Jump mache und Kram, dass ich da umso schneller dahin komme und dann ja, irgendwelche Skips und Co. Ich weiß nicht, das ist nicht so meine Spielerfahrung, die ich haben möchte. Tja, so ist das, Cluedo. Aber ich sag mal, Gaming-Geschmäcker sind halt verschieden. Was bist du denn? Ich sah letztens der Gameboy-Abstecher-Marathon, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, wo wir halt einfach mal 20 Minuten in die Spiele reingeguckt haben. Oder diverse dann halt einfach dieses, scheiß auf, komm, das zocken wir jetzt durch. Wie Darkwing Duck zum Bleistift. Das hat auch echt einen mega Spaß gemacht. Für Gameboy habe ich ja auch noch diverse Sachen hier liegen. Auch noch Gedanken machen muss, wie ich da durchkomme, weil Fortress of Fear, das wird knackig. Ich glaube, da werde ich dann auch mal die Features vom Retron nutzen und sagen, die ist alles klar, wir machen uns unendlich Leben an. Dass man das Spiel dann doch irgendwo durchkommt, aber man kann sich auch softlocken, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wo man dann an gewissen Stellen dann Weitsprung benötigt. Wing Duck. Okay, das üben wir nochmal. Ja, Darkwing Duck ist halt einer meiner absolut liebsten Comic-Helden, was die Serie angeht. Ach, Ratatouille. Miep, miep. Ach ja, stimmt. Mitte stehen, weil Nase vorne. Ich dachte, der hüpft hinten in das Teil rein, aber dem war wohl nicht so. Also da war die Glocke drauf. Ich dachte gerade so, was, wer bist du denn? Bäh. Zisch ab. Dammit. Gott, draußen spielen die Kreissägen wieder. Das Eilmail, das kann wirklich einfach nur schrill kreischen, mehr nicht. Ach ja, das machte die ja auch noch. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Warum fällt das Vieh jetzt vor mir runter? Was? Was? Willst du mich verarschen? Ja, das ist so einer der Gegner, wo man sich eine Feuerblume wünscht. Darkwing Duck war auch ein sehr, sehr nice Spiel.
Ich wollte gerade sagen, draußen fängt jetzt wieder an zu gewittern oder was? Nee. Ist einfach nur wieder irgendein Arsch mit hohlgebohrter Kiste. Ah, Wario. Das Level, das überhaupt keinen Fun macht. Na komm, wir gucken uns die anderen, die wir übersprungen haben, noch an. Rasieren wir nochmal den Ameisenhügel. The hills have Ameis. Ist das jetzt hier eigentlich Anti-Flower Power? Weil es heißt doch immer hier, Flower Power ist für Frieden und hier haben wir eine Blume, die Feuerbälle schmeißt. Ist das irgendeine Secret Message? Hashtag Verschwörungstheorie. So, gab's Karottenohren. Disco Party. Also, wuff, Lava. Jawohl. Boah, das hier diese... fünf Haare da an der Seite abstehen, das macht mich so kirre. Das hätte ich fast was gesagt. Aber naja. Das werdet ihr irgendwann noch sehen. Gott, die Level kenne ich gar nicht. Das sind so die, die man eigentlich immer geskippt hat. Ich glaube, ich weiß, was ich bei Seppo auf dem Minecraft-Server noch baue. Eine Röhre mit der Piranha Plant. Ah, die Unbesiegbarkeitsmucke hier ist definitiv nicht so episch, wie sie sein sollte. Aber mal schauen. Aus Gründen der Autoreparatur gibt es jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Monate keinen neuen Stuff, was Retro-Richtung angeht, außer ich bekomme es ziemlich, ziemlich günstig. Das Ärgerliche ist, ich habe einige schöne Sachen aufgetan, aber die warten halt leider nicht auf mich, bis ich mir es leisten kann. Das ist halt ärgerlich, aber was will man machen?
Auto vorn ist da wichtiger. Ach stimmt, den gab's für 100 besiegte Gegner. Ja, das kann sich heute auch kaum noch einer vorstellen, hier ein Gaming-System mit nur zwei Action-Buttons und einem Steuerkreuz und nicht mehr. Ja, dammit. Ja, das hier sind halt auch so Secrets, die baue ich bei mir in Mario Maker auch ein. Die findet nur nie jemand. Nee, nicht wirklich. Mich interessieren hauptsächlich eigentlich nur die Ex-Teile von Mega Man. Das auch nur von 1 bis 3. Danach die ziehen mich überhaupt nicht. Ach ja, hier konnte man sich einmal durchbollern. Dann hat man die Cooper Troopers über den Haufen gerannt. Gab es auch ein Leben. Konnte man, glaube ich, auch rüberfliegen. Im Voice Acting X4 nachvollziehbar. Ja, aber danach waren sie halt auch auf dem Super Nintendo runter. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist ja auch noch ein huge flaw. Also ich hab ja beide X-Collections und unschön. Alles, was nach X3 kommt, keine Ahnung. Das ist irgendwie viel zu viel, was sie da halt alles noch versucht haben, drauf zu drücken, anstatt halt den Fokus aufs Gameplay zu lassen. Und das finde ich halt so mega schade. Da war halt irgendwie so, keine Ahnung, irgendein Muss oder ein Zug dahinter und ich weiß nicht, fühlte sich nicht mehr so an. Der Ex-Buster klang nicht mehr so, wie er klingen sollte und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und was mich halt auch stört, ist, dass du halt kein Safe Stat hast. Gerade halt hier für wegen Mega Man X2 für den Dragon Punch. Da, die Ecke, wo du da halt bist für das Ding, die ist so hochgradig ätzend. Nö. Was? So, dann holen wir uns halt die andere weg. Level hat man wenigstens mal Zeit, ein bisschen was zu trinken. Die Decke, der größte Farm. Der größte Feind. Große hier, die bollert, glaube ich, auch, wenn ich mich da recht entsinne. Oh, jetzt machen wir es mal auf Nummer sicher, dass wir hier nicht 30 Millionen mal wipen.
Also auch alles Zeit, die ihr euch sparen könnt. Oh, hier habe ich gefühlt, werde ich hier wahrscheinlich auch noch 12 Mal verrecken. So in etwa. Das finde ich halt immer so mega schade in so Mario-Leveln, wenn das Ganze einfach nicht vorwärts geht. Ach nö, was war das denn für ein Sprung, Mario? Fick dich! Oh. Fick dich, Mario! Fick dich, Mario! Oh boy. Da ist ein Kind ohne Schaden und kein Leben verlegen gerannt. Heute als Erwachsener denke ich mir so, wie habe ich das damals geschafft? Ja, das Problem kenne ich. Aber wie gesagt, wenn du streamst, bist du halt auch noch mal ein ganzes bisschen unaufmerksamer. Gott, die britzelten doch ganz stumpf nach oben, wenn ich mich da recht entsinne. Aber wenn ich bedenke, vor einem halben Jahr habe ich Super Mario Land gespielt, also den ersten Teil, und bin da halt wirklich, glaube ich, habe noch nicht mal ein Leben verloren, mich da durchgebrezelt. Im Stream war es dann natürlich nicht mehr ganz so elegant, wie das halt immer so ist. Ach ja, da war ja was. Sagen, wenn die schön aufleinen, sind die echt angenehm. Kann sagen, jetzt verliere ich die Blume. Oh! Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Das war echt mies. Wir sollten sie jetzt zu Onkel Wario geschafft haben. Alter, was ist denn hier los, Kraft? Da fliegt er doch. Alter, was hat er denn gefressen? Wurio. Wenn ich die Kontrolle über deine Steuerung verlierst, wenn er gestompt hat, ist halt auch echt übel. Der ist wie auf Droge. Definitiv. Und wieder durch die Gegend so. Koks, koks, koks. Ich bin ein Staubsauger. Als ich das erste Mal gespielt habe, so, warum hat Wario in seinem Schloss eine Statue von Mario? Das war halt wirklich so, hä? Brauche ich keine Hasenohren mehr?
Ernsthaft? Der Ach, das war schon. Armes Wario, aber dafür haben wir dir das ultimative Schloss gekauft in Super Wario Land. Fehlt immer noch DJ Pepper. Well played, naja. Also gewählte Platte würde ich das nicht unbedingt nennen heute. Ah, da sind die Original-Sprites unten drin. Okay. Weiß nicht, bei Donkey Kong Co. fand ich es halt über Mega, wenn du es durch hast und am Ende kommt dann die Bosse und Co. nochmal aufgereiht und das war schon immer mega cool. All nochmal mit Name und hast du nicht gesehen. Mal schauen, das waren jetzt auch 2,5 Stunden. Knock, knock, who's there? denk mal, werde ich auch ein paar Parts dann draus machen. Beziehungsweise die Münzen zurückholen. Die werde ich dann auf YouTube als Zeitraffer setzen. Mr. Chair. Ah, ist immer noch ein schönes Spiel, aber ich sag mal, das Wario-Level macht halt echt keinen Spaß. Das ist so vor allen Dingen halt, wenn Wario dir in die Nüsse tritt, weil du wieder unten vorm Tor stehst und dann den ganzen Scheiß nochmal durchmachen musst. Das hat mir damals überhaupt keinen Bock gemacht. Das komplette Spiel war fein, aber gegen Wario, ne. Das war meh. Very meh. Eigentlich mal gucken, hat Totaka auch die Mucke gemacht zum Teil 2? Ja, war auch Totaka. Dann müsste hier auch irgendwo Totakas Song drin vorkommen. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei Super Mario Land 2, The Six Golden Coins DX. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!